mich interessieren. Warte mal. Eisen haben wir. Wo sind unsere Stickies hin? Haben wir die wieder im Inventar? Ja. So. Weil ich will nämlich mal gucken. Nee, das geht nicht. Gucken wir einfach mal. Nein. Warum geht denn das nicht? Scheiße, wie gehen denn die Dinger? Diese Haken. Ich möchte mal gucken, wie die gehen. Scheiße. Warte mal. Wir nehmen uns mal ein bisschen Stein raus. Machen uns hier mal einen Schalter. Nee, so ging das nicht. Wie war denn das? Ach, so war das, glaube ich, genau. Ein Schalter. Da machen wir uns auch noch so einen Schalter. Und dann machen wir uns auch noch so einen Schalter. Ach, geht gar nicht. Doch, geht. Nee, geht nicht. Ach, da brauchen wir richtigen Stein für. Nee, so geht das auch nicht. So auch nicht. Mensch, ist das komisch. So auch nicht. Mensch, wie war denn das jetzt? Ich weiß nicht, wie man diese Haken macht. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir erstmal, dass wir hier so ein bisschen was reintun. So, das packen wir wieder zusammen. Eisen packen wir vorsichtshalber mal weg. Wir haben nämlich genug Schwerter da. Die Knochen können wir hier bunkern. Wir haben nämlich hier genug. Die Stickies lassen wir drin. Die Karottenrute lassen wir drin. Die Angel. Die Angel, die packen wir erstmal weg. Die Angel da. Den anderen Bogen packen wir mal weg. Blätter packen wir da nicht rein. Ich wollte das zwar alles nicht durcheinander haben, aber nun ist es leider doch geschehen. So, Obsidian kommt dahin. Der Knopf ist da. Der Hebel ist da in der Truhe. Pflastersteinstufe, Pflasterstein. Das Bett nehmen wir mit den Glowstone, lass mal hier. Weizen lassen wir auch erstmal hier. Feuerstein können wir theoretisch auch erstmal hier lassen. Stickies nehmen wir mit, die Kohle nehmen wir auch mit. Die Holztür, weißt du was, die Holztür nehmen wir mal mit. So, und da haben wir das Schwarzpulver. Okay, und jetzt verpieseln wir uns nämlich mal Richtung Dorf. Und es wird gleich wieder Nacht. Das ist dasselbe wie vorhin. Ich will nämlich mal da in der Kiste gucken. Vielleicht kriegen wir nämlich mal einen Sattel. Wenn wir Sandstein brauchen, können wir hier diesen Brunnen abbauen. Werden wir aber nicht abbauen, weil wir hier irgendwie später noch so eine Art Marktplatz bauen werden. Vielleicht. Guck mal, da hinten ist auch Zuckerrohr ohne Ende. Können wir später mal wieder anbauen. Ups. Zack, mitnehmen. Wer weiß, wofür wir das noch brauchen können. Wo ist Zuckerrohr? Da hinten. Kaktus können wir später auch noch gebrauchen, wenn wir uns grüne Wolle machen. Machen wir uns Kaktus Green im Ofen und dann machen wir uns schöne grüne Wolle.
machen wir uns was Feines draus. Und ja. So, wir gehen mal durch ein durch Sumpfgebiet Richtung Dorf. Will ja mal gucken. Und wir fressen erstmal kurz was. Wir schnabulieren. Oh, finde ich das geil. Kurz vor Sonnenuntergang sieht der Himmel auch schön aus. Gerade so im Sumpfgebiet, der Himmel so leicht grün, gelblich, bräunlich. Oh, ist das geil. Das fand ich damals, als ich mit den Sonic Others Unbelievable Shaders angefangen habe, war das echt geil. Da fand ich das richtig schön. Heutzutage ist es halt Standard geworden, dieser Shader-Mod. Ich habe den auch lange benutzt, bevor Gronkh damit angefangen hat, den aktiv zu nutzen. Und jetzt würde mich halt interessieren... Hier irgendwo müsste man gleich Zombies hören. Da unten ist unser Portal. Bin mir gar nicht sicher, wo das war. Wir können ja mal graben hier. Hier ist es nicht. Gut, wir gehen mal eben kurz schlafen. Bevor uns doch noch irgendwas hier im Dunkeln erwartet. Zack. Wäre mal ganz gut. Vielleicht finden wir hier irgendwo tatsächlich einen Sattel. So, und wo waren wir eben? Wir waren hier. Ich glaube, hier war... Das irgendwo, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich wollte hier jetzt auch keinen riesigen Krater hinterlassen. Vielleicht war es ja da. Auch nicht. Müssen wir auf jeden Fall irgendwann die Löcher wieder stopfen. So, hier irgendwo ist, glaube ich, ein Dungeon. Man hört aber auch keine Zombies oder sowas. Weswegen das extrem schwer ist, den Dungeon zu lokalisieren. Sofern er denn überhaupt hier ist. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Max der Große hat eine Spieleinladung verschickt. Nee, hat er gar nicht. Er spielt nur Battlefield 3. Ich glaube, ich muss mal die Signale ausmachen. Die hießen ja eine Zeit lang, hießen die Beacons, als das Update noch in Englisch war für Xbox Live. Ich habe ja die Testversion gehabt davon, die Beta. So wie ich mit der nächsten Version, für das nächste Update werde ich mir auch wieder die Beta holen. Dann wieder das nächste Update vorstellen. Ja, ist ein bisschen scheiße, dass es hier nichts zu holen gibt. Also kein Dungeon. Es gibt ihn auf jeden Fall. Ich habe ihn gesehen. So. Wo? Irgendwo hier in der Nähe. Irgendwo hier am Wasser. Vielleicht hier? Gute Frage.
sobald ich hier irgendwelche Zombies höre. Oh, guck mal, da unten ist ein Loch. Sobald ich hier irgendwelche Zombies höre, werde ich mich natürlich auf die Suche machen. Was wird denn hier immer so mein Status kommentiert? Oder die Facebook-App zeigt mir wieder irgendwelche Statusmeldungen an von vor ein paar Wochen. Kenne ich ja auch. Hier höre ich auch keine Zombies oder sowas. Scheiße. Auf der Suche nach dem Dungeon. So sollte ich die Folge nennen. Ich weiß auch gar nicht, wo der war. Das finde ich jetzt beim besten Willen nicht heraus. Vielleicht hier. Hier irgendwo. Da? Auch nicht. Ja, aber man müsste ja zumindest dann hier irgendwelche Spinnen oder Zombies oder Skelette hören. Weil die Spawnrate in so einem Dungeon ist ja extrem groß. Weißt du was? Wir probieren es mal aus. Wir gehen mal die Welt wechseln. Und zwar gehen wir in die Kopie rein. Vom 20.05. im Original. Okay. So, hier ist unser Dorf. Da ist ein von Hand geschaffener Krater. Ich versuche jetzt hier irgendwie nochmal den Dungeon zu finden. Da war eine unserer Höhlen. Ja, ist ja wie verhext. Hier war es nicht. Vielleicht da? Nö. Es ist auf jeden Fall irgendwo hier beim Dorf gewesen. Hey, Dorfbewohner! Stirb! Bam! Da? Nö, auch nicht. Vielleicht weiter da hinten? Zack. Hier bestimmt irgendwo. Oder? Nö. Komisch. Bin gerade so am Gucken und finde nichts. Da geht's tief runter. Da habe ich meinen Krater sehr tief gemacht. Guck mal, Erfahrungspunkte nehmen wir natürlich alles mit. Haben wir uns ehrlich ercheatet. Hey, Skelett. Tja. Also hier ist auch nichts. Wo ist unser Dungeon? Hier ist beim besten Willen nichts zu holen. Komisch. Sehr komisch. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass wir hier irgendwo einen Dungeon hatten, unter der Oberfläche gleich. Da war ein Spawner. Hier war er nicht. Warte mal. Sprengen wir uns mal einen Weg frei hier. Hier war nichts. Was war hier? Hier war auch kein Dungeon, ne? Nö. Vielleicht war der hier irgendwo? Nö. Auch nicht. Es ist sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Nicht auffindbar. Hier! Hier sind wir. Bei 66455. Okay, speichern. Zurück. Ist jetzt ja kein Cheaten.
66, 455, ich weiß es gar nicht. Nee, das ist falsche Richtung. Da lang.